Ja, auch dieses Video, das ist zu grauselig. Ich weiß nicht, was passiert. Das passiert manchmal, ganz selten. Also Gut, gut. wir mussten ja noch den Sprache mit der Frau Ja, machen. der Originalton hört sich schlimm an. Wir müssen jetzt noch die Aufgabe beenden. Wir wollten noch schnell die Parametergleichung, die Normalform ausmultiplizieren, damit wir die parameterfreie Gleichung bekommen. Und jetzt habe ich hier nochmal in Rot diese fehlende Klammer hingesetzt. Das war wichtig, denn Gleichung heißt erster Faktor mal erster Faktor in der Klammer, also Faktor mal erster Faktor in der Klammer und dann noch mal der zweite, aber das Minus dazwischen und so weiter. Das machen wir jetzt. Das ist jetzt eine ganz einfache Geschichte. Das ist praktisch wie eine Art Skalarprodukt bilden. So, jetzt minus 1 mal 3 und so weiter. Das haben wir dann einfach gemacht. Ich habe das aber jetzt mal ausführlich hingeschrieben, damit man das sieht, was wir getan haben. Weil sonst ist es so schwierig, immer alles nachzuvollziehen. Das muss 0 sein. Und jetzt steht dann, wenn wir das ausmultiplizieren, jetzt können wir es in eine Zeile schreiben, denn diese parameterfreie Gleichung, die sieht ja so aus. Minus x1 plus 3x2, ne? 3 mal x2, 9 mal x3 dazu und so weiter. Und hinten, die Zahlen, die ballern wir einfach alle zusammen. Aber Achtung, bitte ein Minus dazwischen schreiben und eine extra Klammer setzen. Das ist ganz wichtig, denn Vorzeichenfehler, sage ich nur, die passieren gar zu gern. So, jetzt kommt innen drin nichts weiter als Kunst. Das geht wie üblich, minus 3. Das schreibe ich jetzt entsprechend alles rein. Und Minus mal Minus ist Plus, ne? Deswegen diese rote Klammer. Also. So, und 3 mal 3, ne? 9 und 9 mal 0, die 0, ich schreibe es mal dazu. Und die rote Klammer, die muss dann noch dahinter, ich muss einen Stift wechseln. So, jetzt sind wir schon fast fertig, denn den ersten Teil, den können wir schon fast übernehmen. So, also das jetzt ausrechnen, minus 3 plus 9 ist 6. Da können wir in diesem Fall wieder nichts falsch machen. Und wenn wir dann die Klammer weglassen, steht minus 6 da. Und den anderen Kram, den schreiben wir einfach dahin. Aber ich habe mal extra minus 1 mal und das alles so ausgedrückt, dass die eigentlich überflüssige 1 extra noch dasteht. Jetzt schreibe ich das mal schön in eine Zeile noch. Minus 6 ist gleich 0. Man kann auch anders sagen, die 6 rübergeholt. Alles weg, schwupp, ist gleich 6. Ich habe einfach plus 6 gerechnet. Wem das besser gefällt, gerne, kein Problem. Wird manchmal so angegeben, aber ist gleich 0, ist die korrekte Variante. Deswegen werde ich das, glaube ich, gleich wieder ändern, wie ich mich so kenne. Oder? Na, ich habe es, ja, minus 6, ist gleich 0, habe ich so stehen gelassen. Und jetzt sind wir eigentlich mit der Aufgabe fertig. Aber ich weise nochmal darauf hin, die minus 1, 3, 9. Das ist ja, das sind ja die Zahlen. Ich klammer sie mal ein. Immer eine Klammer setzen. Klammer setzen tut nicht weh. Das sind doch die Zahlen, die in unserem Vektor n drin stehen. Da sind sie wieder. Bloß, um auf den Rest zu kommen, der da hinten steht, diese minus 6, muss man trotzdem nicht nur den n-Vektor bilden, sondern auch ausmultiplizieren. Das geht nun mal nicht anders. Und diese x1, x2, x3 mal den bisherigen Stützvektor. Wenn man das nicht macht, kommt man hinten nicht auf diese minus 6 und kann dann später nicht rechnen. Das geht natürlich nicht. So, Klammern sehr wichtig. Und die verdeutlichen uns hier, der Übersichtlichkeit halber, verdeutlichen die uns hier. Ah, da ist ja unser n-Vektor. Ich glaube, jetzt kommt eine neue Aufgabe, die wir angegangen sind. Und zwar. Ach nee, ich habe noch mal kurz dargestellt, wie schnell man durch Schmieren, ne, kann man so. So hinschmieren. Wenn man keine Klammer drum setzt, geht nämlich ganz schnell das Minus verloren. Und wenn ich ganz luschig schreibe, dann wird aus dem Minus vielleicht noch kleiner, in der nächsten Zeile schon mal alles schon erlebt. Alles meine Praxis. Und deswegen, Leute, setzt Klammer, auch wenn es mal ein Strich mehr ist, aber die Übersichtlichkeit und letzten Endes das richtige Ergebnis, das macht es dann aus. Ja, wie ging es weiter? Ich glaube, ich habe jetzt erstmal eine Aufgabe abgeschrieben. Ach so, es ging um diesen Punkt A011. Und da, glaube ich, ging es darum, der soll. Ach so, welchen Abstand der hat, glaube ich, war das. Ja. Also ich gucke jetzt nicht hier in den Papieren nach, sondern ich vertone nach, indem ich einfach sehe, was ich getan habe. Und ein bisschen erinnere ich mich auch noch. Die zweite Ebenengleichung, die ist ja schon die parameterfreie. Das ist schön, die steht schon da. Das erspart uns einen Haufen Arbeit. 4x plus 3y. Jetzt nicht mit x1, x2, x3. Und hier noch schnell unseren Punkt. Und welchen Abstand hat der Punkt? Um das geht's. Und wie geht man da ran? Als erstes werden wir sagen,
Der richtige echte Abstand, also der muss lotrecht über der Ebene sein. Aber was steht denn hier noch? Da fehlt doch ein Z. Und wenn kein Z da steht, können wir eins reinmiezeln. Ohne, dass wir der ganzen Gleichung was Böses antun. Und ich schreibe das jetzt rein und ich glaube, ich mache es bunt, ja. Ich schreibe 0z rein, ne? Plus 0z. Ich könnte auch minus 0z reinschreiben, ist aber Quatsch. Und jetzt Stift wechseln ist gleich, was war das, 4, ja. Gut. So, und was können wir aber aus dieser parameterfreien Gleichung ablesen? Tak, 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 aus diesen drei Werten. Wir haben den n-Vektor schon. Das heißt, ein n-Vektor ist in diesem Fall immer ganz leicht ablesbar. Da muss man nicht rechnen, nichts tun. Einfach mit Vorzeichen natürlich die Koeffizienten vor den x, y und z Komponenten einfach ablesen und in die Klammern schreiben. Und jetzt nochmal vorgestellt, hier sei ein Punkt A. Und hier irgendwo in der Gegend steht ein n-Vektor rum. Der kann ja überall stehen. Der kann ja überall senkrecht rumstehen. Aber wichtig ist, ich möchte, da wo praktisch A einen Schatten bildet, wenn ich von oben eine Lichtquelle fallen ließe, da muss der Vektor hin. Ich zeige das jetzt nochmal ganz kurz. Und es ist ja nicht gesagt, dass der Stützvektor entsprechend lang ist oder kurz ist, dass der genau da reinpasst. Ich verschiebe also meinen Stützvektor so und muss ihn so verlängern, dass der zum Punkt A reicht. Das meinte ich jetzt mit diesem Verschieben, was ich dargestellt habe. Der steht also irgendwo rum. Auf irgendeiner Ecke steht der und dann nehme ich mir den Stützvektor. Oder was ist, wenn der Stützvektor zu lang ist, wenn der Punkt A jetzt zwar mittendrin liegt, dann muss ich ihn verkürzen. Und es gilt also, diesen Faktor zu finden, den ich vor den Stützvektor schreiben muss, damit der genauso lang ist, dass er zum Punkt A reicht, aber auch unten auf der Ebene stehen bleibt. Und jetzt haben wir uns gesagt, na, dann nennen wir den mal um, dann sagen wir einfach A zu dem, weil er zum Punkt A führt. Und t mal, jetzt, das wäre praktisch der Koeffizient für den Vektor, der zu Punkt A führt, überhaupt den Ortsvektor, plus s mal, s als Streckenverlängerung, weiß der Kuckuck was, s mal n-Vektor, das muss zusammenpassen. Der muss also da reinreichen, der muss ganz genau da reinpassen. Den passen wir jetzt an, das machen wir jetzt einfach. Indem wir sagen, okay, jetzt schreiben wir die Werte dazu. Jetzt sieht die Gleichung noch schon viel netter aus. Jetzt hat sie Zahlen, jetzt mit Zahlen können wir umgehen. Und ja, wenn sich irgendwelche Geraden schneiden, Ebenen schneiden oder, dann haben die gemeinsame Lösungen. Und wie gehen wir da jetzt ran? Das heißt also, dass unser kleiner a-Vektor irgendwie mit der Ebene, also irgendwie die Ebene berühren muss. Und das erreichen wir durch Einsetzen oder Gleichsetzen oder und, wie man eben Gleichungen auflöst. Aber die Gleichung, die muss ich erst basteln. Und die einzelnen wahren Komponenten, die sich auf die Gerade beziehen, die lese ich ab, indem ich einfach 0 und 4 und so weiter die x, y und z Komponenten entsprechend aus dieser Geraden herausschreibe und die dann schnappe und in die echte Gleichung einsetze. Oh, ich meine, Z kann ich mir sparen, habe ich glaube ich an der Stelle gesagt. Aber das sind sie. Das sind die wichtigen Dinge. Fangen wir mal an. Achtung, nicht vergessen, die große 4 da vorne vor dem X. Die müssen wir natürlich mitschreiben. 4 mal und jetzt schreiben wir alles in Klammern, weil wir mit einer Summe multiplizieren. 4 mal 4S. 4 mal, gut, 0 plus 4S. Auch die 3 müssen wir mitschreiben. 1 plus 3S. Immer schön in Klammern setzen. Und jetzt könnte ich noch schreiben plus 0 mal, aber das lasse ich. Und sage, okay, das ist 4. Jo, jetzt ist der Rest Handwerkszeug, ausmultiplizieren, tralala, hinschreiben. Und dann steht was da, was wir wieder weiter vereinfachen können. Ein neues Schriftbild. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Den ganzen Kram zusammenfassen, 25s und die 3 rüber auf die andere Seite. Ich habe hier minus 3 genommen und 16s und 9s zusammengeballert. So, und zusammenfassen habe ich hinter den Regiestrich geschrieben. Es ist also ein 25. Das dürfte eigentlich logisch sein. So einfach. So, jetzt wird es spannender. Ich werde mal den Mauscursor wegnehmen hier. Das haben wir also gemacht. Wir haben also den normalen Vektor auf ein 25. seiner originalen Größe geschrumpft. Wir hätten auch verlängern müssen. Und den setzen wir jetzt aber, dieses S setzen wir jetzt aber ein in A. Denn wir wollen ja letzten Endes unseren neuen normalen Vektor, jetzt haben wir einen A genannt, der bis zu A hochreicht, der einen Startpunkt aber 0, 1, 1 hat, ne?
den wollen wir jetzt anpassen. Also wir müssen das 1,25. Dazu schreiben, sonst wäre der ja zu lang. Wir hatten vorher schon geschätzt, der müsste, na, so um die 1 müsste der Abstand sein. Und jetzt kommt ein typischer Fehler. Jetzt machen die meisten Leute Hurra. Jetzt schmeißen wir die ganzen Werte in die Wurzel. Hurra. Ich kenne das. Jetzt ermitteln wir den Abstand. Irrtümlicherweise, vorsichtig, die Distance, d wie Distance, deswegen habe ich d gesagt. Und jetzt schnappen wir uns einfach hier die Werte und sagen, jawohl, das ist 4 25stel, gleich quadrieren, 4 mal 4 kennt ja jeder. Schreiben wir 16 und dann 625stel hin und dann die 1 sind 25 25stel und 3 dazu sind 28 25stel und das entsprechend quadriert, 28 quadriert, unten den Nenner können wir ja. 784, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, ich erinnere mich. Taschenrechner hatten wir für solche Sachen, ist ja egal, jawohl. Und wenn wir das jetzt so hinschreiben und dann irgendwie zusammen addiert haben, ja, dann kommt was Vernünftiges irgendwie raus. Hier die 1, die haben wir nochmal erweitert auf 625. Deswegen so. Und jetzt summieren wir den ganzen Kram und was kommt raus? Was ganz Seltsames. Und wenn man jetzt nicht weiter nachdenkt und sagt, ja, tipp, 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 in den Taschenrechner rein, 1,5, naja, ist ein bisschen zu lang, aber wird schon gehen. Man sieht es eigentlich, dass wir Mist gemacht haben. Warum? Wir haben noch was vergessen. Wir haben ja gesagt, Mensch, Donnerwetter, wir haben unseren schönen Ortsvektor dermaßen auf 25stel verkleinert. Wenn man sich das in Zentimetern vorstellt, das ist ja furchtbar klein. Hier kommt aber sowas Großes raus. Hier stimmt was nicht. Wir müssen nämlich vorher noch was anderes machen. Wir müssen nämlich den echten Vektor schaffen, der da entstanden ist. Der also von da bis da reicht. Und jetzt kommt eigentlich ein Umweg, wenn man den nicht weiß, aber der erklärt erst nochmal, was da wirklich passiert und welchen Wert wir wirklich nur nehmen dürfen. Wir haben also diesen Vektor einfach so geschnappt, aber wir müssen doch abziehen, meine Lieben. Das heißt, wir müssen nur, wenn ich sage, ich möchte von unten von dem. Ich glaube, ich habe den Punkt D genannt auf der Ebene, wo der drauf drückt. Oder S, wie einstechen, Stechpunkt. Oder Schattenpunkt. Wie ermittelt man Länge von Vektoren? Ne? Und da sieht man schon, das war Quatsch, was wir da reingeschrieben haben. Der Wert war Quatsch. Wir müssen erst voneinander abziehen. Die beiden Koordinaten der Punkte. Also von diesem Aufsetzpunkt, wo unser normalen Vektor drauf liegt und dann geht das los. Also von Aufsetzpunkt zu A, die Koordinaten richtig voneinander abziehen. Wir arbeiten mit Vektoren, liebe Leute. Die Werte, die hier hinten rauskommen, die da in der Klammer stehen, das sind noch keine Längen oder sowas. Sondern das sind Koordinatenangaben. Ja, S habe ich genannt. Und ich zeige das nochmal. Das müssen wir erstmal machen. Und jetzt ziehen wir die Werte voneinander ab und oh, guck, was wird da rauskommen? Und das ist ein Rezept, was ich jetzt sage, Mensch, Donnerwetter. Da steht ja das gleiche drin wie unser normalen Vektor, bloß eben entsprechend mit 1,25 multipliziert. Das ist ja das gleiche. Hier, ich unterstreiche das alles. Also nicht das da vorne nehmen, wir wollen keine Koordinaten haben. Wir wollen keine Vektorangaben haben, sondern wir wollen jetzt nur den echten normalen Vektor haben. Und wenn man das wirklich ausführlich macht, dann kann man sagen, das, was man da ausrechnet, genau das kennzeichnet. Kennzeichnet die Länge des Vektors. Kennzeichnet. Das ist es noch nicht. Das sind also neue Koordinatenangaben für unseren verkleinerten normalen Vektor. So, und wenn ich die nehme, 4, 25 quadriere und so weiter, dann komme ich hier ganz schnell mal auf solche Werte wie 16 plus 9 und unten drunter, dann bleibt ja. D, schreiben wir sich als halber davor, ziehen die Wurzel und es kommt ein Fünftel dabei raus. So, jetzt haben wir gesagt, an der Stelle, jetzt haben wir noch ein paar Fragen besprochen, das Ganze nochmal wiederholt, die Bedeutung und so weiter. Also, es geht wirklich darum, Achtung, wir haben es bei Vektoren mit Koordinatenangaben zu tun, die führen irgendwo hin. Ich habe hier nochmal gezeigt, was wäre mein, ne, das, der lila Strich, der wäre zum Beispiel unser noch wesentlich höher führender großer normalen Vektor, der auf der Ebene rumsteht. Den haben wir angepasst.
Ich habe jetzt noch Folgendes gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt noch schnell ein Rezept aufgeschrieben. Genau. Also die Lotgrade zum Punkt bilden. Das ist das Erste. Gegebenenfalls, also wenn es schon da steht, den n-Vektor rauslesen, wenn wir das nur können. Wenn nicht, müssen wir ihn irgendwie bilden. Wir wissen ja wie. Kreuzprodukt und so weiter. Und dann längenmäßig anpassen. Also anpassen so, dass er genau bis zum Punkt A, von Ebene E bis zum Punkt A reicht. Nicht länger. Anpassen. Also das heißt, einen Faktor vor n bestimmen. Das war hier dieses 25. Und zweitens dann den angepassten, also den verkürzten oder verlängerten, je nachdem, was nötig ist, n-Vektor. Naja, ich schreibe einfach so frech unter die Wurzel den Kram, ne? Also diese n-Vektorkoordinaten, die gehören unter die Wurzel. Natürlich der dreidimensionale Pythagoras und welche Worte man da alle noch mit verwenden kann, aber das hatten wir eigentlich alle schon geklärt, müssen wir jetzt nicht. Ja, ich glaube, das Video ist in ein paar Sekunden zu Ende. Ich kann auch mit Nachvertonen aufhören. Aber die echte Distanz hier, ein Fünftel, ne? Bei Weitem nicht so lang. Wenn ich das Ding so geschrumpft habe, das fiel hier auf. Ich kann auch Glück haben und der bleibt so, aber das ist nicht so. Gut, es geht dann im nächsten Video weiter. Wir üben dann weiter. Also, ich mach mal Schluss hier.